Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure. Im letzten Part haben wir die Action Stage Windy Valley abgeschlossen, haben Dr. Eggman besiegt und herausgefunden, was Chaos ist. Wir haben ein Chaos Emerald gefunden, aber ich weiß noch nicht, wo wir genau hin müssen. Es ist nicht in Tails Werkstatt. So. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich glaube wieder zurück nach Station Square. Um im Casino den zweiten Emerald abzustauben. Weil einen haben wir ja schon verloren. Wir hatten eigentlich drei. Aber im zweiten Part wurde uns einfach der Chaos Emerald abgenommen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne anschauen. Genau. Oh, scheint so, als hätten wir Abend. Heißt das, das Casino ist offen? Nö. Natürlich nicht. So. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Und zwar in die Kanalisation. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich in die Kanalisation. Aber ich könnte natürlich auch grottenfalsch liegen. Aber ich hab so einen... Ja, genau, wir müssen in die Kanalisation. Bin gerade durch einen Gullideckel gefallen. So, jetzt sind wir in der ekligen Kanalisation. So, weg hier. Und hier ist unser erstes Upgrade. Now you've got light speed shoes. Press and hold the action button to store up power. Once you have enough power, release the button and you can do the light speed dash. The light speed dash lets you race toward rings at light speed. As long as there's a trail of rings, you can go just about anywhere. Genau, der Lightspeed Dash, was so ein bisschen ein Hauptelement von Sonic-Spielen wurde. Nach Sonic Adventure. So, jetzt sind wir wieder draußen, haben die Lightspeed Shoes. Und es ist Nacht. Das heißt, wir könnten ins Casino. Aber mir ist die Ladezeit vom Lightspeed Dash noch ein bisschen zu lang. Dauert immer so 3-4 Sekunden, bis er aufgeladen ist. Deswegen hole ich mir ein Upgrade für den Lightspeed Dash. So, ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ich gehe jetzt auf die Uhr. Machen wir halt ein bisschen länger. Gut, machen wir ab jetzt so circa 10 Minuten. Müsste gut gehen. Gut. Hier oben. Hier oben. Treppe hoch. Und hier sind zwei Schalter. Einer betätigt Ringe und der andere macht die Tür da hinten auf. So. So. Und hier rein. Schnell, schnell, schnell. Verkackt. Alles klar. Nochmal versuchen, weil da ist dieses Upgrade drin, was ich unbedingt will. So. Rein, 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 rein! Geht doch. This is the crystal ring. This reduces the time needed to store power for the Lightspeed Dash. Genau, was ich gerade erklärt habe. Jetzt dauert es nur noch, was weiß ich, 2 Sekunden und nicht 4, um den Lightspeed Dash aufzuladen. Huh, wo bin ich jetzt? Genau, und da es abends ist, kann ich jetzt ins Casino, was auch unsere nächste Stage darstellt. So, wo ist denn... Genau. Hier müsste ein Schalter sein. Wir müssen, da das Casino zu ist gerade, müssen wir es erstmal aufschließen. Dazu ist dieser Knopf in der Mitte von dem Schild gut, wo wir Lightspeed Dash benutzen müssen, um es aufzumachen. Das wäre unsere dritte Stage. Casinopolis. Das ist ein bisschen eine längere Stage. So, und ich glaube, mein Controller hat sich gerade wieder verabschiedet. Nee. Gut, alles klar. So, hier gibt's halt diese Pinballmaschinen, wo man versuchen muss, möglichst viel Geld zu sammeln. Um später durch die Ringe, die man bekommt, an den Chaos Emerald zu kommen. Besser kann ich es jetzt nicht erklären. Aber wir versuchen einfach mal, so viele Ringe wie möglich hier abzustauben. Am besten unter 100, weil ich zeige einfach mal, was passiert, wenn man unter 100 Ringe hat und alle seine Bälle verliert. Weil dann beginnt erst eigentlich das Level. Hier ist ja nicht viel Level drin.
Aber hier ist ein Level versteckt, sozusagen. Und das muss man eigentlich nur finden, indem man halt weniger als 100 Ringe auf einem Pinball-Table holt und dann stirbt. Dann kommt man nämlich in die Kanalisation. So. Und hier gibt es dann deutlich mehr Ringe auf kürzere Distanz als bei diesen Pinball-Maschinen. Und die Musik ist auch deutlich besser, finde ich persönlich. Aber ich verpasse gerade alle 10er-Boxen. Ich gehe zurück, ich will Ringe. So, weil die Ringe sind hier wirklich das Wichtigste. Ohne die Ringe kommt man nicht ans Ziel. Sehr gut, Tails. Oh nein, die will ich. Ich sehe gerade nicht viel. Oh, sehr schön. Das sind schöne Ringe. So, jetzt wird's gefährlich hier. Glaube ich. Tails, sehe nix. So. Hier muss man drüber springen. So, jetzt muss ich wieder den Lightspeed Dash aufladen, weil da unten ist ein... Viele Ringe. Die nehme ich mit. Da unten ist ein Trail aus Ringen. So, sehr schön. Erstmal abschütteln. Natürlich. So, und jetzt hochklettern. Am besten noch duschen danach. Das geht nämlich. So, jetzt duschen wir erstmal. Alles klar. Wieder sauber. Zurück ins Casino. So. Unsere gespielten Ringe, die würde ich jetzt erstmal deponieren lassen. Aber wo ist die Frage? Dahin. Sehr schön. So, wie wir sehen, reicht das noch nicht ganz aus, um an den Chaos-Himmel da oben zu kommen. Deswegen müssen wir ein Pinballspiel spielen nochmal. Diesmal aber nicht das Sonic-Pinballspiel, weil da kriegt man wenig Ringe. Wir gehen zu einem anderen Pinballspiel, und zwar diesem hier. Was deutlich ergiebiger ist. Und es ist angelehnt an Knights, eine andere Spieleserie von Sega, dem Macher von diesem Spiel. Und hier kriegt man durch deutlich weniger Aufwand deutlich mehr Ringe. Weil es ist ja eigentlich nur Pinball. Ich meine, so schwer kriegt man generell nicht Ringe. Also, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich glaube schon. Genau. Und es ist wirklich nicht schwer, hier Ringe zu sammeln. So. Wir brauchen, glaube ich, noch irgendwie 200 oder so. Oh, aber die kriegen wir, glaube ich, ganz schnell wieder zusammen. Ah, jetzt sind wir auf dem anderen Board. Das ist ganz gut, weil hier gibt es mehr Möglichkeiten, Ringe zu sammeln. Weil hier mehr Karten sind. Hier geht es darum, Karten zu sammeln. Und durch Paare und so weiter Ringe abzustauben. Hier sieht man ja auch One Pair. Aber irgendwie besser wäre es natürlich, wenn man irgendwie Two Pair oder Three of a Kind oder so hat. So. Das ist wieder One Pair. So, jetzt habe ich eigentlich ganz gute Chancen, wenn ich mal gescheite Karten kriegen würde. Also ich habe wieder... Ah, jetzt gehen wir zurück, alles klar. Jetzt gehen wir auch ein bisschen in die Welt von Knights rein. Knights würde ich auch gerne let's playen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich Knights für die Wii auch let's playen soll. Ist eigentlich ein ganz nices Spiel. Vielleicht ein bisschen kurz... Und vielleicht auch nicht wirklich interessant, aber das Spielgefühl, das macht's wett. So, jetzt müssen wir wieder auf demselben, auf dem alten Pinballtisch sein. Also. Ich habe vergessen, wie ich zum anderen wieder hingekommen bin. Da muss man, glaube ich, durch den Hintereingang da hinten. Aber ich habe wirklich vergessen, wie ich da hinkomme. Das passiert einfach, das passiert einfach. So, sehr schön. Also jetzt kann uns nichts mehr passieren mit dem
in die Kanalisation geraten, weil wir mehr als 100 Ringe erspielt haben. So. Schade, dass das keine Ringe gibt, weil das treffe ich wohl öfters. Das sag ich doch. Komm schon. Alles klar. Ups. Tiltet aus Versehen. Wollte ich nicht. Ah, alles klar. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Ringe ich brauche. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber was war das denn? Das war ja mies. Okay, naja. Dann gebe ich mal die Ringe ab. Wenn es nicht reicht, ist ein bisschen blöd, aber hey. Schalter drücken. Das müsste reichen. Das müsste eigentlich reichen. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht? Das reicht nicht. Das ist ja scheiße. Wow, okay. Das ist ja jetzt blöd. Ich dachte, das reicht locker. Okay, dann hole ich mir halt noch so Ringe. Gibt auch noch ein paar. Aber nicht viele. Ich weiß wirklich nicht, wie viele wir brauchen. Ich dachte irgendwie 350. Aber es scheinen wohl mehr zu sein. So, jetzt habe ich 13. Ich hole mal noch 14. Fuck, das ist jetzt sehr ärgerlich. Mann, überziehe ich den Part gerade. Also es muss doch reichen, komm. Nein. Ich glaube, es sind noch irgendwie 27 Ringe. Das ist ein bisschen kacke jetzt. Okay, was mache ich denn jetzt? Hole ich mir noch 27 Ringe. Sorry Leute. Wäre der letzte Ball nicht so verkrüppelt gewesen, ich schwör's. Hätte ich das locker gepackt. So, 14, 15, 16. In den Duschen gibt's noch ein bisschen was. So, komm. 23 kriege ich doch zusammen, oder? 1, 2, 23. Sehr schön. Wenn das nicht reicht, dann bin ich sauer. So, das goldene Gate. So. Jetzt sind wir genau bei 400. Das muss doch reichen eigentlich, oder? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dankeschön. Tails, was machst du da? 9 Minuten hat das Level gedauert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Sonic Adventure. Bis dann und ciao.